Guten Morgen. Herzwillig. Herzwillig kommen. Herzlich willkommen. Eigentlich, herzwillig ist eine Abkürzung für herzlich willkommen. Herzwillig, ja. So. Wir haben gedacht, solange es noch einigermaßen bei uns so ruhig ist und der Ansturm nicht wissen, wann der kommt, rüsten wir unsere eigenen Autos mal um auf Sommer. Oder auf das, was wir eigentlich vorhatten, dass die mal vorerst mal fertig sind, dass die auch wieder schön anzuschauen sind, weil auf Winterrädern ist es nicht immer so schön. Wobei, hast du gesehen, dass es heute schneit in Teilen von Deutschland? Bei Philipp habe ich es gesehen. Mhm. Story habe ich es gesehen, ja, ja. Stimmt, bei dem schneit. Und hier bester Sonnenschein. Zwar jetzt nicht so warm, aber ich glaube, der Schnee kommt bei uns nicht mehr an. Die, was jetzt hier drin stehen, brauchen, also der M3, wurde gar nicht auf Winter umgerüstet. Der bleibt so, wie er ist. GT3 überlege ich, ob man die Kreuzspeichen in schwarz machen oder drauf bauen. Wobei ja viele Silber auch echt cool fanden, ne? Da wirkt sie groß. Wir können ja nochmal einblenden, Silber, Schwarz, Schwarz, Silber. Silber, Kreuzspeiche oder die in Schwarz. Was sagt ihr? Golf lassen wir vorerst mal, bis wir wissen, was wir eigentlich wollen. Also schmale Reifen geht da nicht. Das ist unser Problem. Tiefer können wir nicht, dann schleift er. 2,15, 35, 19 wäre eine Möglichkeit, aber langt der Trag, lassen wir da nicht aus. Also müssen wir 2,25 fahren. Vielleicht benutzen wir einfach einen anderen Reifen. Thema Reifen, sollen wir mal Thema Reifen und Felgen nur mal ein Video machen? Das ist jetzt auch mal so eine Frage, weil es interessiert viele. Ich habe in einem der letzten Videos auch gesehen, dass viele das vom Technischen her interessiert, dass sie gesagt haben, zeig doch mal was. Also klar, wir zeigen immer mal wieder zwischendurch was. Ja, aber so eine richtige Erklärung mal, zum Beispiel auf die gleiche Felge, machst du mal einen Hancock drauf, machst du mal einen Michelin drauf und ein bisschen ausführlicher, was Reifenmarke betrifft vielleicht. Also die Größen und. Allein schon, dass sie sich unterschiedlich ziehen. Kommen ja auch immer wieder E-Mails rein, ich fahre einen Golf, was da für Reifen kann ich fahren. Da gibt es doch die eine geile Seite, ne? Tire Stretch oder so heißt die, ne? Genau. Da kannst du die Felgengröße und Reifengröße angeben und dann siehst du, wie sich der Reifen da drauf... Also da sind ja krasse Dinger drin. Ist wieder von Reifenmarke zu Reifenmarke wieder unterschiedlich, ne? Ist ja immer das, wo viele, also gerade ich jetzt, wo ich mit Reifen noch nicht so viel zu tun hatte, denkst du halt zwar 15, 35 oder was auch immer, ist halt ist das Gleiche. Gleich, ne, ist nicht gleich. Aber eben nicht. Ja, leider. Was heißt hier leider? Ja, gut, ist leider so, weil sonst könntest du jeden Reifen in Stretch fahren. Mhm. So, R8 ist eigentlich so, wie er ist. Lassen wir den vorerst mal. Da waren ja vorher die Dreiteiligen drauf, wobei ich die schon so sportlich finde. Mhm. Auf dem Supra lassen wir auch mal vorerst, bis es uns langweilig wird. Dann, da der mit dem 112er Lochkreis ist und eigentlich so ein geringeren ET fährt, können wir jederzeit immer irgendwas draufstecken. Also ist keine Sondergröße mehr, keine Sonderlochkreise mehr. Porsche haben wir, Aventador. Das sind zwar Sommerräder, da haben wir dieses Jahr gar keine Winterräder drauf gemacht, weil er eigentlich nur stand. Die machen wir jetzt runter und dann seht ihr im Anschluss, was wir da drauf machen. Und zwar machen wir praktisch das Design, was auf dem Porsche jetzt gerade drauf ist, drauf. Fand ich irgendwie schicker. Mhm. War sportlich, hat für einen Aventador wirkt irgendwie auch mehr, besser, ne? Ja. Ja, da übergehen wir mal schwind noch. Die lassen wir vielleicht auch noch drauf. Vielleicht eine Änderung an den Betten, weil ich es eigentlich schon gerne schwarzmatt hätte, die Betten. Da wäre die Frage, soll man die Betten in schwarzmatt machen? Ich finde es, glaube ich, wirklich klein. Also wenn man jetzt die Betten in schwarzmatt macht, dann sind die Felgen... Aber ich glaube, wirkt bulliger. Wirkt nochmal Spur brutaler. Ja, schreib's mal rein. Siehst zwar weniger von der Felge, dann erkennst du nicht so viel. Jetzt fallen sie extrem auf. Aber ich finde es bulliger. Das könntet ihr mir auch mal bitte schön sagen. Das stimmen wir mal ab. Schwarz-matt, Betten oder so lassen. So. Den wir sowieso jetzt mal fahren müssen. Hoffentlich kriegen wir das jetzt auch bald jetzt hin. Mhm. Da sind wir mal überlegen. Hast du was gucken können? Ich habe noch nicht geguckt, nee. Okay. Da überlegen wir uns, was wir im Sortiment haben, was wir da mal drauf bauen können. Vielleicht machen wir auch ein OEM-Rad drauf. Können wir auch was Schickes fahren. Ja. An was denkst du gerade? Bentley. Ja, haben wir auch gerade gedacht. Ist doch mal was anderes, weil die Dinger mit dem Wurststreifen kommen nicht so toll. Also im Plan ist heute der Maybach. Den kennen die Leute eigentlich noch gar nicht. Ja, im allgemeinen Video, wo wir die Autos mal gezeigt haben, doch, haben wir es ganz kurz gezeigt. Stimmt. Aber ja. Und dann wollten wir den RS64G C8. Nee, C7, C8, die Räder sind nicht mehr da,
Wir warten auf unsere Räder für den neuen RS6. Dauert noch ein bisschen. Und Maybach, Aventador, RSX C7. Und den dann hier, machen wir noch haben. Den C6. Dann haben wir heute mal 4 umgerüstet und die anderen Fahrzeuge würden wir auch nach und nach auch umrüsten. Kommt dann aber ein separates Video. Jetzt fahren wir den Maybach mal rein und dann fangen wir an. Lasst euch von der Höhe nicht jetzt irritieren. Ich habe ihn jetzt nur hochgelassen, dass wir mit den Armen gut runterkommen. Und die Einstellung ist noch nicht auf tief. War der draußen tief? Nee, war fahrbar. Also normale Fahrhöhe, jetzt nicht die Tiefe. Der war schon tiefer. Er war schon tiefer, klar, aber jetzt nicht unsere Tieftiefe. Nicht die Standardtiefe. Nicht deine Standardtiefe, genau. So, die Räder sind eigentlich schon bereit, genau. Ja, die Räder sind hier vorne, können wir schon mal angucken. Und zwar sind es eigentlich die Räder von unserem ex-schwarzen Coupé. S-Coupé. Genau. Die Felgen, was da drauf waren, die wollte unbedingt jemand haben. Dadurch wurden sie gekauft. Wobei wir uns damals nicht schlüssig waren, welche Design wir hier drauf montieren sollen. Ne? Mhm. Jetzt wohl oder übel, muss man die. Schicksal hat entschieden. Nicht viel gefahren. Ne? Mhm. Ja, S-Coupé war wirklich fett. Ich glaube, dass die auf dem auch gut aussehen. Wir fahren jetzt hier auf der Vorderachse die 9,5er auf 22 und hinten sind es die 11er. Und zwar vorne die 255-30 auf 9,5 und hinten die 225-22. Natürlich auch Michelin, weil ich hier wirklich merke, dass die Michelin auf diesem Fahrzeug, man darf es nicht verallgemeinern, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Der Michelin ist ein der besten Reifen, bleibt auch ein der besten Reifen, für mich auch sogar der beste. Jedoch funktionieren diese Reifen nicht auf jedem Auto, in jeder Größe. Das funktioniert einfach nicht. Warum? Kann ich mir nicht erklären, da muss man die Leute von Michelin mal fragen. Aber ich sage jetzt mal 80-90% ist safe mit der bestimmten Größe. Aber auch die, also viele Kunden sagen, ah, der Michelin war mir zu laut, dann sage ich, was? Höre ich zum ersten Mal, eigentlich sind die Michelin die leisesten Reifen. Okay. Was wäre zum Beispiel jetzt so ein Auto, also was dir jetzt einfällt, wo du sagst, da würdest du keinen Michelin, sondern Pesero oder sowas fahren? Gut, es gibt ja auch diesen Nicht-Sportreifen, ja, diesen ökonomischen Reifen, diese Michelin Pro Macy oder sowas. Die gehen natürlich auf eher, die können halt alles, auch Kilometerleistung können die natürlich mehr wie so ein Sportreifen. Aber da könnte ich jetzt nicht einmal sagen, dass ich den Michelin als bester Reifen empfinde, weil du verlangst da auch nicht ab oder so. Ne? Da kriegst du es nicht so mit wie bei so einem sportlicheren Reifen, bei großen Reifen, breite Reifen. Checken wir mal um. Wir fahren die jetzt auch ohne Spurplatten. Ich glaube, die Felgengröße haben wir dann damals so gemacht, dass sie ideal drauf passen sollte. Mhm. Nicht zu extrem halt. Dezent. Wobei da dran jetzt nichts mehr dezent sein wird mit 22 Zoll mit dem Tieferlegungsmodul, ne? Nein, so weniger dezent. Mit 28, Ovi. Haben mich die Felgen und Reifen angeguckt und sind von alleine weggerollt. Ovi, was ist bei dir, wenn Reifen kommen? Kein Problem, oder? Wie bitte? Was ist bei dir? Ich habe kein Problem mit nichts. Also, du bist Maschine. Ich bin wie eine Wein. Sobald ich bin älter, dann ich bin noch besser. Ah. Der Kenner. Wirst du auch teurer? So wie Don Perignon. Soll ich in deiner Anfangszeit viele Räderwechsel gemacht oder hast du dich hauptsächlich aufs Handeln beschränkt? Ich will nicht wissen, wie viele Räder ich drauf gemacht habe. Und damals kam ja auch querbeet alles. Das heißt, da kamen irgendwelche Puntos oder irgendwelche Geschichten, wo die Stahlfelge nicht mal runtergekriegt hast. Ne? Oh ja. Und dann klopft mal hier. Und beim Klopfen sagt der Kunde, aber nicht Stahlfelge kaputt machen. Okay. Mach bitte vorsichtig. Ja, hast du es dann so richtig angeboten mit Reifenservice auch? Oder war ja, das so wo ich alleine damals war in Nordheim, da habe ich natürlich mit Reifenwechsel alles gemacht. Bestehen sie heute noch drauf? Die sagen ja auch, wenn ich die Räder abhole, möchte ich sie gerne auf dem Auto haben. Und deshalb habe ich einfach das Komplettpaket immer angeboten. Wie ist das von den Preisen her für Reifenmontage oder gerade Radwechsel? Ist ja auch für viele immer interessant. Ja, das ist unterschiedlich. Hat sich das extrem verändert von früher? Ja.
Also du bist heute beim Doppelten, kannst du sagen. Okay. Wir sind auch mal zeitlang hängen geblieben, haben aber auf einem Schub dann die Preise erhöht, weil wir dann zu günstig waren und das sich nicht mehr gerechnet hat. Vor allem, guck mal um dich rum. Ja, 20, 21, 22, 23 Zoll. Dieses 13, 14 Zoll Geschichte ist vorbei. Mhm. Gell, Omi? Nicht mehr so einfach wie früher, Reifenmontage, Reifen umstecken. Leider nicht. Du mal so ein X6 oder sowas mit 50 Kilo das Rad. Mach's mal drauf. Mhm. Ganz wichtig ist, wenn ihr andere Schrauben benutzen tut, gerade für Sommer, Winter, würde ich die Schrauben immer im Auto lassen. Nicht beim Reifenhändler abgeben oder in die Garage tun oder sonst irgendwo, immer im Auto lassen. Glaubt mir. Ich glaube, 90% der Leute können sich jetzt dabei erinnern, wie sie selber schon mal irgendwo standen und sagen, ah, scheiße, meine Schrauben. Ja. Lass sie immer im Auto. Du brauchst vielleicht mal ein Rad zum Umstecken oder so. Du weißt immer, die Dinger sind immer im Auto. Dann hast du schon mal ein Problem weniger. Lässt sie beim Reifenhändler. Wir füllen auch mal Schrauben, gell, Robi? Aber sehr selten. Ja, aber es gibt's. Oder du tust in deiner Garage und dann wird das manchmal mit was umgelagert und dann findest du die Schrauben nicht mehr. Daher im Auto immer die sicherste Variante. Yes. So, jetzt lassen wir ihn runter und gucken wir uns mal an. So, für den RS6 kriegen Sie hier auch schon. Machen wir gleich als nächstes. Der kommt richtig geil. Mhm. Beim RS6 macht es richtig viel aus, wenn man vorher nachher sieht. Aber jetzt bei dem jetzt, ja, auch, aber... Oh, wie hoch der ist, das? Ja. Also, nicht klasse. Und dann abspeichern. Da geht auf jeden Fall noch was. Meinst du? Warte. Wo ist Fett? Ist er runter? Ja. Stellen wir den mal draußen mal ab. Dann gucken wir nochmal. Geil. Das ist sportlich jetzt. Das sieht schon anders aus, gell? So, die Räder, was hier jetzt drauf sind, sind aktuell die Winterräder, das sind Q7, vom aktuellen Q7, die Felgen in 21 Zoll. Ist schon geil, bei Audi kannst du da schon viel untereinander tauschen. Ne? Warum wir die originalen RS6 nicht als Winterräder nutzen, weiß ich nicht. Die waren halt da gelegen, da haben wir gesagt, nehmen wir doch die, passt doch alles wunderbar und drauf, fertig. Du merkst ja auch hier, immer wie weit das Rad drin steht. Ne? Im Winter ist es mir nicht so wichtig. Du hast jetzt angefangen, oder? Eigentlich wollten wir eben kurz den R6 abholen. Der ist bei Markus, der ist jetzt fertig foliert. Mhm. Der hat ja auch diesen Streifen gekriegt jetzt. Mahmut Lord keine Freigabe bekommen. Ja, Obi sagt, ich soll hier weiter montieren. Hallo, Obi. Ja, ich bin beschäftigt gerade mit was anderes. Also gut, dann machen wir das schnell und dann fahren wir ihn. Mhm. Trotzdem holen. Und dann Aventador. Aber Aventador wird heute knapp, ne? Große Baustelle. Sind die nicht grau? Oder sind die schwarz poliert oder grau poliert? Schwarz-Glanz. Grau poliert. Schwarz. Schwarz oder Schwanzglanz poliert? Schwarz. Oh, wir wollten ja den A8 auf OEM machen. Mhm. Das heißt, wir könnten jetzt hergehen und könnten auf dem A8 so eine Bentley-Felge drauf machen, wie die kupferfarbige da. Oder Q8-Felge, die, was wir mal auf so einem A8 machen, können wir ein Foto einblenden. Oder die RS6-Felge vom neuen RS6 mit den frontpolierten. Die Reifengröße 285 30 runter und die 295 25 drauf. Richtig. Also 22 Zoll RS6-Felge auf A8. Könnte cool sein. Wieso nicht? Ja. Die sind noch hinten, ne? Genau. Die Sommerräder, weil die haben wir noch gar nicht drauf gehabt. Mhm. Die Sommerräder vom neuen RS6. Gut? Ich hol die Räder. Also Brain, mittlerweile kann der schon noch was, gell? Bitte. Alles kommt mit der Zeit. Er macht sich zumindest Gedanken, ne? Das ist schon heftig, so Reifengrößen. Also gerade die Zahlen alle so im Kopf zu haben. Ja. Ja, aber Kugel. Bisschen falsch. Ich habe dort nicht getan. Man kann auch die falschen Schrauben unten reintun. Am besten mal gleich ein ganzes Sortiment. Alles, was es gibt. Wichtig, wenn ihr mal wissen wollt, ob die Schraube lang genug ist. 6,5 sollten sie mindestens haben, also 6,5 Umdrehungen. Das kann ich jetzt so merken, hier zum Beispiel von einem Loch, dass der hier 6,5 mal
drehen muss, bis er fest ist. Dann sind die Schrauben auf jeden Fall lang genug. Kegel und Kugel auch aufpassen, da gibt es auch Unterschiede. Da haben wir jetzt nicht mehr Michelin drauf, sondern die Conti 5, weil wir dadurch den Reifen ein bisschen stretchen können. Und da zieht der Conti besser wie der Michelin in der Reifengröße. Der Conti 6 wiederum nicht mehr. Das ist Balance sein Vater. Also übertrieben, Conti 6, Conti 5. Krass. Ach so. Gut, ich hätte jetzt auch Michelin drauf machen können. Da habe ich aber mit diesen Reifen auf jeden Fall mehr Freigängigkeit. Und es gibt ja, wir kaufen ja Kompletträder, original. Und wenn ich die Reifen bei mir liegen habe, die gut sind, wieso soll ich dann neue Michelin bestellen? Also auch wirtschaftlich nicht denken. Wenn ich was bestellen muss, dann hätte ich vielleicht auch Michelin bestellt. Vielleicht nicht in dem Fall. Wegen dem Stretch? Ja. Aber Conti 6 hättest du auf keinen Fall bestellt? Nein, keinen Fall. Vielleicht von den Eigenschaften weiß ich jetzt nicht mal so genau, kann ich nicht viel behaupten, aber für die Tuning-Szene geht der Reifen gar nicht, finde ich jetzt persönlich. Wenn du hier einen auf Komfort machen willst, bestimmt. Hast du einen Conti 6 Reifen gerade da, Obi? 275, 35 noch. Haben wir denn gleiche Größe und andere Reifen da noch? Nur als Vergleich, weil wir das jetzt gerade so sagen. Wir zeigen es euch früher oder später mal, spätestens wenn wir mal Vergleich machen, genau. Ich über Felgen und Reifen reden. Das ist schon krass. Das ist die gleiche Marke. 295,25, 295,30, 285,30. Zwar Spur schmäler, aber 30 Querschnitt. Sieht schon besser aus. Wir könnten schon gut kommen auf dem A8. Mhm. Voller Baba geworden, ne? Mhm. Ich glaube, heute langt es uns nicht mehr, dritte Auto. Nee, aber in der Dock kann man ja separat nochmal machen mit dem A8ern. Also 10x21 EP20, Mehrteiler, waren auch eine der ersten Räder, ne? Ja. Finde ich geil. Schön. Mit Spurplatten. Wir können ja machen die Spurplatten, ja, muss ich dazu sagen, wir haben hier 10er Spurplatten drauf, aus dem Grund. Wenn du mit dem Rad rauskommen willst, musst du einen Stretch-Reifen nehmen. Dann kannst du auch was unterlegen, 10er Spurplatten. Du kannst aber auch ohne Spurplatten fahren, wenn du einen Reifen drauf machst, der gerade ist. Jetzt zum Beispiel die Originalgröße, 285,30, da kannst du auch so einen Ballonreifen, Conti 6 nehmen, dann passt es optisch auch. Mhm. Aber wir wollten ja mit der Felge so weit wie möglich raus, deswegen schmalen Reifen, deswegen Spurplatten. Weil wenn du die Felgen jetzt so baust, hast du ein Problem, dass wenn du die Originalgröße fahren willst, mit dem Conti 6 Beispiel, hast du, kannst nicht tief fahren, sag mal so. Wir können mal einblenden, was wir da mit den Candy-Farben hatten, ganz am Anfang. Stimmt, können wir auch mal. Zum Vergleich, was ihr besser findet. Die Felgen hatten wir schon in zig Farben. Ja. Vielleicht haben wir schon noch mehrere Fotos da, die wir einblenden. In Gold, in Candy-Rot. Jetzt ist halt ganz schwarz. Ja, also deine Lieblingsfarbe. War es das halt? Ja. Ich mich genug arbeiten lassen. Also. Ich? Bis zum nächsten Mal. Ja, ich? Ich? Ich, mich? Für mich? Er, dich, wir, uns. Ja, stimmt, er. Ja. Also in diesem Sinne, ich glaube, da kommen jetzt noch ein paar Teile, wenn wir sie nach und nach umrüsten. Wollt ihr es überhaupt sehen? Ist die andere Frage. Dass wir, wenn wir die Autos umrüsten, dass wir eben mal erwähnen, was wir da drauf machen. So, bis dann. Ciao.